Ja, ich grüße euch, meine lieben Abonnenten und auch all jene, die mich jetzt hier finden. Ich habe meinen Kanalname geändert, weil dieser Name der Energie, die jetzt gerade ist, sehr gut entspricht. Die Grundbedeutung von diesem Namen bedeutet nämlich eine, die sich nichts gefallen lässt. Ich hoffe, ich kann euch mit meinem ganz spontanen Video heute ein paar Denkanstöße geben, die euch vielleicht in Welten führen, die ihr noch nie zuvor so erspürt habt. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch schenkt und vielleicht auch ein Abo dalasst. Denn ihr wisst ja, dass ich mit meinen Videos nichts verdiene und auch werbefrei das mache. Ganz kostenlos mache ich das einfach für mich und auch für euch. Dann viel Spaß bei meinem Video. So, und heute habe ich auch wieder ein Gebet für euch. Und dieses Gebet habe ich geschrieben, da war ich noch sehr jung. Und ich möchte euch das gern vorlesen. Göttliche Schöpferkraft, Mutter, Vater, Kind in einem. Ich verneige mich vor mir und anderen. Möge meine Kraft auf dem Weg der Heilung stark sein. Ich richte nun meine Kraft auf die Liebe aus. Möge ich immer das Richtige tun und das Falsche erkennen. Mögen alle inneren und äußeren Hindernisse ausgeräumt werden und sich zum Guten verwandeln. Sich alle Destruktivität und Einschränkungen auflösen. Ich wünsche allen Wesen Glück und Frieden. So soll es sein. Natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar, den ihr mir schreibt und die ich auch alle lese. Fangen wir nun an. Es ist, weil du es siehst. Die Frage ist die Antwort. Wie oben, so unten. Himmel oder Hölle? Was ist Realität? Es ist nicht, wie es ist. Es ist, was du erlaubst. Vielleicht leben wir in einer Illusion unseres Denkens. Bist du ein Gedanke Gottes? Ist Leben unendlich? Du kannst sein, was immer du willst. Das alte Wissen ist für deinen Verstand nicht immer zu fassen. Das geheime Wissen der Welten in der Welt ist ineinander geschachtelt wie die berühmten Matroschkas. Was verbirgt sich hinter der Arktis?
wie oben so unten ist nicht auf Himmel und Erde bezogen, sondern unter dem, was oberirdisch scheint, gibt es noch was anderes. In dir gibt es ein Programm, was wie ein Abschnitt einer Reiseetappe zu sehen ist. Deine Welt, deine ganz eigene Welt, ist nur ein winziger Teil von dem, was unfassbar ist. Kommt eine neue Flut, eine Bereinigung, dein Wissen wächst mit dem, wie du deinen Geist öffnest. Wer sind die, die das steuern, was dir entzogen bleibt? Open your mind. Die unterirdischen Netze bereiten sich vor. Wer steuert, was du denken sollst? Worüber kannst du nicht hinausschauen? Ist es der berühmte Tellerrand oder sehr viel mehr? Lebe ich in einer Täuschung, in der Täuschung? Himmel und Erde sind eins. Der Begriff Kampf der Welten ist real. Wenn du deinen Geist öffnest, wirst du all das Wissen, was du bekommst, wenn deine Seele in den Körper deiner Mutter eintritt und in der späteren, Moment, ich muss mal umblättern, weil ich mir das immer aufschreibe, Verdunklung wieder verliert. Es gibt keine Überbevölkerung, da vor langer Zeit alles so viel größer war, dass du jetzt wie eine Ameise bist in einen Ameisenhügel. Du hast keine Ängste, weil du etwas nicht schaffst, sondern Angst vor dem, was du schaffen kannst. Atlantis ist nie untergegangen. Open your mind. Du bist viel mehr als deine Ängste, die nur da sind, um dich dahin zu bringen, wo du glaubst, nie hinzukommen. Diese Welt ist wie ein kleiner, funkelnder Stern unter Abermilliarden Sternen. Bist du bereit für die Wahrheit? Was brauchst du dafür? Du brauchst nichts außer dem, was du dir nicht erlaubst. Vielleicht inspirieren euch diese Fragen. Ich wünsche euch viel Kraft und viel Erkenntnisse. Beachtet bitte auch ganz intensiv eure Gefühle, denn eure Gefühle sind wie ein Leitstern, wie ein Kompass. Eure Kara. Bis zum nächsten Mal. Bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, denn auch das würde mich inspirieren, euch mehr Videos zu machen.